In den letzten Tagen ist der Bitcoin wieder eines der heißen Themen geworden. Also habe ich mich entschieden, ein Buch darüber zu lesen und den Inhalt mit Ihnen zu teilen. Als ich recherchierte, war eines der meistgenannten Bücher »Das Internet des Geldes« von Andreas Antonopoulos. Also beschloss ich, dieses Buch zu lesen. Ehrlich gesagt, habe ich mich nach der Lektüre des Buches in die Möglichkeiten verliebt, die diese Technologie mit sich bringt. Insbesondere im Bereich der Finanzen. Außerdem muss ich zugeben, dass Andreas eine der Personen mit dem größten Wissen ist, denen ich je über den Weg gelaufen bin. Nicht nur auf dem Gebiet des Bitcoins, sondern auch in Wirtschaft und Finanzen. Nun, einige von Ihnen haben vielleicht in Bitcoin investiert oder haben gehört, dass an einem Tag der Preis stark ansteigt und am nächsten auch wieder tief fallen kann. Der Autor sagt, dass Sie den Preis ignorieren und den Bitcoin nicht als Geld betrachten sollten. Wichtig ist es, die Technologie zu verstehen, auf der der Bitcoin aufgebaut ist. Wenn wir es mit dieser Währung vermasseln, dann können wir einfach eine neue schaffen. Aktuell ist die beste Investition, die man machen kann, sich über diese Technologie zu informieren. Denn sie wird die Welt verändern und wer sie versteht, wird davon profitieren. Nun, was ist der Bitcoin? Viele Menschen denken, dass Bitcoin eine digitale Währung wäre. Aber es ist viel mehr als das. Allerdings zu behaupten, der Bitcoin wäre eine digitale Währung, ist so, als würde man sagen, E-Mails sind das Internet. Geld ist nur die erste Entsprechung. Wenn die Leute Bitcoin eine digitale Währung nennen, verfehlen sie die Idee dahinter. Der Euro ist eine digitale Währung. Der Dollar ist eine digitale Währung. Wenn Sie Ihr Essen mit einer Karte bezahlen, verwenden Sie eine digitale Währung. Wenn wir bereits eine digitale Währung verwenden, was ist dann der Sinn des Bitcoins und was macht ihn so besonders? Der grundlegende Unterschied ist, dass im aktuellen Finanzsystem Ihre Transaktionen von zentralen Institutionen kontrolliert werden, während das beim Bitcoin nicht der Fall ist. Der Bitcoin wird dezentralisiert geführt. Er ist nicht im Besitz von irgendjemandem und wird von niemandem kontrolliert. Im Fall des Bitcoins ist es eine Peer-to-Peer-Struktur. Bei aktuellen Zahlungssystemen ist es eine Peer-zu-Unternehmen, zu Unternehmen, zu noch mehr Unternehmen und dann zu Peer-Struktur. Die Digitalisierung begann als ein Traum der Regierungen mit dem Ziel, eines Tages jede finanzielle Transaktion auf der Erde kontrollieren zu können. Und sie haben Erfolg damit. Schauen Sie sich einfach um. Das Bargeld wird immer mehr aus dem Verkehr gezogen. Die skandinavischen Länder arbeiten mittlerweile bereits fast ohne Bargeld. Kinder, die dort heute geboren werden, werden Bargeld nicht mehr kennenlernen. Denken Sie einen Moment lang über Folgendes nach. Es gibt kein Bargeld mehr und Sie wollen in ein Restaurant gehen und dort etwas essen. Aber Ihre Bank erlaubt Ihnen keine Zahlungen mehr über Ihre Karte. Vielleicht, weil Sie etwas gegen die Regierung gesagt haben oder Sie sind auf der falschen Veranstaltung gewesen und die Bank hat Ihr Konto eingefroren. Das ist die totale Kontrolle. So etwas ist in manchen Ländern bereits passiert, zum Beispiel in Griechenland, Argentinien und Brasilien. Die Digitalisierung ist unvermeidlich. Wenn das so ist, macht es Ihrer Meinung nach nicht auch Sinn, ein System zu verwenden, das frei von derartiger Kontrolle ist? Mit dem Bitcoin brauchen Sie keine Bank, denn Sie werden selbst zur Bank. Niemand kontrolliert Ihr Geld außer Sie selbst. Es gibt keine hohen Gebühren und Sie können Geld innerhalb von Minuten über den ganzen Globus transferieren. Das einzige Problem ist, dass wir uns in einem sehr frühen Stadium befinden und die Infrastruktur noch nicht für den Masseneinsatz geschaffen wurde. Wenn Sie verstehen wollen, in welchem Stadium wir uns mit dem Bitcoin befinden, dann stellen Sie sich vor, Sie wären eine Person, die in den 1990er Jahren versucht, das Internet zu verstehen. Das ist das exakte Stadium des Wissens heute über den Bitcoin. That's that little right. mark with the A and then the ring around it? At. See, that's what I said. Mm-hmm. Katie said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard or it. Around. I'd never heard it said. I'd always seen around. The mark, but never yeah. heard it said. And then yeah. it sounded stupid when I said it. Violence at NBC. Yeah, well, I heard be around big or fight about. Up in the lunchroom the other See, week. There it is. Violence at NBC, GE com. I mean... What Allison should know. What do you is say internet that, anyway? Internet is that massive computer right. network, mm-hmm. the one that's becoming really big now.
What do you mean? That's big. How does one? What do you write to it like mail? No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Aktuell haben nur 1 Milliarde Menschen auf dem Planeten Zugang zum Bankwesen. Die restlichen 6,5 Milliarden haben kein Bankkonto oder irgendeine Art von Verbindung zu einer Bank. Der Bitcoin hat das Ziel, auch diese 6,5 Milliarden Menschen mit einer Finanzwelt zu verbinden. Bitcoin ist die Währung des Volkes. Können Sie sich vorstellen, was passieren wird, wenn 6,5 Milliarden Menschen mit einer globalen Wirtschaft ohne Barrieren verbunden sind? Das ist eine echte Revolution. Heute arbeiten viele Menschen in den verschiedensten Ländern und schicken Geld an ihre Familien, um diese zu unterstützen. Zahlungstransferunternehmen wie Western Union verlangen hohe Gebühren. Wenn Sie ein neues internationales Unternehmen gründen wollen, ist eine der größten Herausforderungen, um ein wirklich globales Unternehmen zu werden, Zahlungen entgegennehmen zu können. Das Internet hat es uns ermöglicht, digitale Produkte zu erstellen und sie auf der ganzen Welt zu verkaufen. Aber wie erhalten wir unser Geld? Bitcoin löst diese Herausforderung. Er ermöglicht es uns, Zahlungen von überall auf der Welt zu erhalten. Heute brauchen wir Unternehmen, die die Abwicklung solcher Zahlungen übernehmen, wie zum Beispiel Stripe. Diese erheben Gebühren, damit sie das Geld erhalten können. Aber mit dem Bitcoin brauchen sie keine Zahlungsabwickler mehr. Alle 30 oder 40 Jahre müssen eingefahrene Systeme und Strukturen aufgebrochen werden. Passiert dies nicht, konzentriert sich zu viel Macht an wenigen Stellen. Und was ist die Folge von zentralisierter Macht? Korruption. Heute beeinflusst die Geopolitik das Finanzwesen auf ernsthafte Weise, weil die Kombination von Staat und Geld toxische Ergebnisse produziert und ein finanzielles Gefängnis schafft. Am Ende des Tages sind es die einfachen Leute, die unter diesem Gefängnis leiden. Die Architektur des Bitcoins schenkt uns eine neue Art, die Welt zu reorganisieren. Genauso wie das Internet den Zugang zur Kommunikation vereinfacht hat. Heutzutage entdecken Sie vielleicht zahlreiche Nachrichten, in denen behauptet wird, Bitcoin würde von Terroristen, Drogendealern und Kriminellen genutzt. Das Gleiche hat man zu Beginn der 1990er über das Internet behauptet. Die meisten Erfindungen und Technologien werden anfänglich hauptsächlich von Kriminellen genutzt. Der Grund dafür ist, dass Kriminelle in einem sehr riskanten Umfeld agieren und bereit sind, jede mögliche Technologie zu verwenden, um zu überleben. Für sie ist das Risiko, eine neue Technologie auszuprobieren, nichts im Vergleich zu ihren kriminellen Aktivitäten. Und die Industrie, die neue Erfindungen nicht mag, nutzt diese Tatsache aus, um Menschen davon abzuschrecken, neue Technologien zu nutzen. Oder sind Sie überzeugt, dass jeder glücklich war, als die Elektrizität eingeführt wurde? Es wurde behauptet, sie sei gefährlich und ihr Haus würde niederbrennen. Man sagte, nur seltsame Menschen würden Elektrizität benutzen. Über die Erfindung des Autos wurde gesagt, es sei eine ekelhafte, schmutzige und laute Maschine. Sie sagten, Pferde wären dem Auto weit überlegen und man käme niemals so weit wie mit Pferden. Man sprach darüber, wie leicht Autos kaputt gehen würden und wie die Insassen sterben würden. Jetzt bedroht der Bitcoin die größte Industrie der Welt, die Finanzunternehmen. Natürlich wehren diese sich gegen diese Bedrohung. Sie werden die üblichen und effektivsten Taktiken anwenden: Angst und Medien. Wenn man eine disruptive Technologie mitten unter die mächtigsten Organisationen auf dem Planeten wirft, mögen die das natürlich nicht. Die Finanzwelt wird ihnen sagen, wie besorgniserregend es ist, dass Kriminelle den Bitcoin verwenden. Aber die Wahrheit ist ihre eigentliche Angst, dass auch wir normalen Menschen den Bitcoin verwenden werden. So behauptet die Finanzwelt, der Bitcoin sei nicht sicher. In der IT-Security gibt es einen lustigen Begriff, den Honeypot. Ein Honeypot ist ein Programm, das darauf ausgelegt ist, Hacker anzulocken. Die meisten IT-Unternehmen wie Google und Apple verwenden diese Technologie. Wenn Sie zum Beispiel eine neue Anwendung entwickeln, versprechen Sie eine große Belohnung für jeden, der Sie hacken kann. Welchen größeren Honeypot, also Honigtopf, könnte es geben als ein Finanznetzwerk, in dem 600 Milliarden Dollar stecken? Wenn Sie Bitcoin hacken, erhalten Sie eine Belohnung von 600 Milliarden Dollar dafür, dass Sie einen Weg gefunden haben, es zu hacken. Niemand hat diese Belohnung bisher erhalten und das liegt nicht daran, dass es nicht versucht wurde. Ständig arbeiten Hacker daran. Aber die Absicherung des Bitcoins ist bisher nicht durchbrochen worden.
In den nächsten 15 bis 20 Jahren werden wir einen riesigen Infrastrukturwandel im Finanzwesen erleben. Im Moment stehen wir am Anfang dieses Weges und viele Menschen sind skeptisch, was völlig natürlich ist. Zuerst begannen die Menschen miteinander zu tauschen. Dann verwendeten sie Edelmetalle. Von Edelmetallen ging es zu Papiergeld, von Papiergeld zu Plastikkarten. Glauben Sie, dass die Leute wegen Bitcoin ausflippen werden? Stellen Sie sich bitte einmal vor, wie sehr die Leute ausflippten, als man ihnen sagte, dass man nun statt mit Gold in Papierstückchen handeln würde. Bitcoin ist eine noch radikalere Veränderung. In unserem derzeitigen Finanzsystem ähnelt die Beziehung zwischen einer Bank und dem Kunden stark einer Herrscher-Sklaven-Beziehung. Und hier kommt die unangenehmste Frage, die man sich stellen muss. Wer ist der Sklave? Denn in einem System der Schulden ist immer eine der beiden Parteien der Sklave. Der Meister dient nicht ihnen. Er dient sich selbst, weil er der Meister ist. Das ist die Architektur des Geldes von heute. Das ist die Architektur des Geldes, die wir in unserer Zivilisation verwenden. Eine Architektur des Geldes, bei der sie keine Kontrolle haben. Eine Architektur des Geldes, bei der jede Transaktion durch eine dritte Partei übermittelt wird und die damit die absolute Kontrolle über das Geld hat. Wenn Sie heute zu einem Geldautomaten gehen und Ihre Karte hineinschieben, kann es sein, dass Ihre Bank Ihnen Ihr Geld gibt. Aber an einem anderen Tag könnte sie entscheiden, es Ihnen nicht zu geben, wie es die Menschen in Zypern, Griechenland, Venezuela, Argentinien, Bolivien und Brasilien erlebt haben. Eines Tages gehen Sie zur Bank und die Bank will Ihnen Ihr Geld nicht geben, weil sie es nicht muss. Das ist die Essenz einer Herrscher-Sklaven-Beziehung. Bitcoin ist grundlegend anders, weil sie im Fall des Bitcoins niemandem etwas schulden und niemand ihnen etwas schuldet. Es ist kein System, das auf Schulden basiert. Es ist ein System, das absolut nur auf Eigentum basiert. In diesem Moment könnten Sie denken, dass ich Banken und deren Angestellte hasse. Das ist nicht der Fall. Ich habe mit vielen Bankern zusammengearbeitet. Es sind nette Menschen, die auch nur versuchen, ihre Familie zu ernähren, ihre Hypothek zu bezahlen und ihren festen Job zu behalten. Es hat nichts damit zu tun, dass diese Leute böse sind. Es hat mit der Tatsache zu tun, dass die Institution Bank durch ihre Form, durch ihre Architektur, Ergebnisse produziert, die schlecht sind. Sie produziert Ergebnisse, die restriktiv sind. Banken schaffen Vorurteile, Nationalismus, Spaltungen und Kastensysteme. Und das macht die Welt zu einem kleineren Ort. Wenn Sie verstehen, was Geld wirklich ist, erkennen Sie, Geld ist nur eine Form der Kommunikation. Es ist nur eine Sprache. Geld selbst hat keinen Wert. Der wahre Wert ist Ihre Zeit und Ihre Arbeit. Geld ist nur die Sprache, die Sie benutzen, um Ihren Wert in eine gemeinsame Sprache zu übersetzen. Wenn Geld eine Sprache ist, wäre es dann nicht besser, eine Sprache zu benutzen, die von niemandem kontrolliert wird? Wäre es nicht besser, eine Sprache zu verwenden, die nicht durch Grenzen oder Leute eingeschränkt wird, die das Sagen haben? Dies war ein Video über digitale Währungen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie bitte ein Like und abonnieren Sie meinen Kanal. Vielleicht gefallen Ihnen auch die Videos, die Sie auf meinem Kanal gerade sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag.